Hallo, ich bin der einsame Wanderer und ich bin Lyriker. Ich schreibe unheimlich gern Gedichte über das Leben, die Welt da draußen, die Sonne, die Landschaft, die Blume am Wegesrand. Ich liebe auch die romantischen Motive, wie zum Beispiel den Mond, den Nebel, die Nacht. Darüber schreibe ich gerne. Naja, jetzt nicht mehr. Ich weiß, wir sind das Land der Dichter und Denker, aber Nacht und Mond, das passt ja nicht so gut zur Ausgangssperre. Und ich möchte ja auch nicht die Verantwortung übernehmen, dass da jemand vielleicht verantwortungslos ist und einfach rausgeht und andere ansteckt. Und deshalb schreibe ich jetzt über diese Dinge nicht mehr, denn ich möchte ja niemanden verführen und da bleibe ich lieber drin bei mir in meinen 9 Quadratmetern in meinem Büro und nehme mir mein Buch und lese einfach so ganz für mich allein, das ist auch am sichersten. Und denken, das ist in der Krise auch gar nicht so gut. Also, ich habe ja gelernt von unserer Politik, dass Demokratie zu langsam ist. In so einer Krise, da braucht man klare Entscheidung, da braucht jemanden, der wirklich weiß, wo es lang geht und der uns sagt, was wir zu tun haben. Und deshalb finde ich es auch richtig, dass die Länder jetzt nichts mehr zu sagen haben und nur die Bundesregierung entscheidet. Damit es endlich mal schnell geht in der Krise und jemand uns sagt, was wir tun müssen. Und da fühle ich mich sicherer. Und deshalb schreibe ich heute keine Gedichte mehr. Weil, wenn alle rausgehen und vielleicht sterben, wer sollte da noch lesen?